Jo Leute, was geht ab? Immer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Warum machst du das immer mit meiner Hand? Das habe ich letztes Mal schon gesagt, weil du mir jedes Mal mit deiner Scheiße. Wenn du wüsstest, wie lieb ich in diesem heutigen Video zu dir sein werde, dann würdest du meine Hand nie wieder anfassen. Pass mal auf, die traue ich von 12 bis Mittag, ja? Okay. 12 ist Mittag. Deswegen traue ich dir. Also. Aber Leute, Spaß beiseite, ihr sitzt am Titel im heutigen Video. Ich will dir einfach was zurückgeben. Du bist voll auf meinen Videos dabei, du hilfst mir bei Placements und so. Und ich will einfach mal Danke sagen. Und genau aus dem Grund schenke ich dir hiermit 10 Euro. Kleid Spaß. Kennst du die Videos? Das hat Revi schon gemacht. Das haben ganz viele Leute mit ihren Mods gemacht. Die waren auf Amazon und haben einfach gesagt, okay. So ähnlich, was? Aventador, guck mal doch dann, ne? Auf Amazon Lamborghini, ja. Komm, pack dir einen ein. 15 Euro, nee, ist in Ordnung. Doch, komm. Die gibt dir doch in echt. Ja, hier 37 Euro. Wir haben uns mal heute nicht so. Komm, gönnen wir. Nein, Spaß, Leute. Wir werden im heutigen Video, ihr seht es ja sowieso schon am Titel, und zwar darfst du dir auf Amazon irgendwas aussuchen bis 1000 Euro. Doch, Real Talk. Jo, Papa, du hilfst mir so viel bei Videos. Allein die ganzen Oma TV-Folgen. Allein davon, ich hatte gerade einen Voice-Crack, ich weiß. Allein davon können wir wahrscheinlich schon ein Haus kaufen. Nee, aber Real Talk, Leute, generell, du unterstützt mich ja bei so vielen Sachen. Deswegen, ich hatte Mama damals auch schon was zurückgegeben. Ich glaube, mit dir habe ich so ein Video noch nie gemacht. Deswegen, komm, hau raus. Für 1000 Euro. Hol dir jetzt irgendwas, was nein, du brauchst. Ich weiß ja gar nicht, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Okay, wie wär's mit. Nee, ich hab eine Lampe. Hey, hör mal, was du fronten in dem Video. Bruder, Geld, Bruder, Frau. Hallo, ich schenk dir gerade 1000 Euro. Du hast deine Mutter 1200 geschenkt. 2000. Und mir nur 1000? Ja, man muss ja auch Abstriche machen. Nein, Schatz, such dir jetzt mal was aus. Lukas, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Hätte ich es dir vorher gesagt, wäre es super langweilig gewesen. Es muss doch irgendwas geben. Leute, jeden von euch, den ich hinsetzen würde, der wird sich jetzt direkt eine Playstation, keine Ahnung was holen. Du hast keine Ahnung, was du haben möchtest. Nee, echt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Sag mal, wie bist du denn drauf? Was glaubst du? Fernsehen. Ja. 65 Zoll. Bam. Oder 85 Zoll. Ja, oder 130 Zoll. 130. Das gibt's gar nicht. Die sind zu teuer. Hast ja du Glück gehabt. Okay. Ja, weißt du was, mal bis 2000 Euro. Quatsch, Lukas, jetzt ehrlich. Ja, die Sonne scheint ja. Weißt du was, mal bis 3000 Euro. Du spinnst, Lukas. Doch, Real Talk. Papa, du hast mir so viel weitergeholfen in allem. Dann mach schon gerne, bist du mein Sohn. Guck mal, ich bin einfach traurig. Nein, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Lukas, ich weiß nicht. Einen Fernseher, wo jeder ins Wohnzimmer kommt und sich denkt, Bruder, sind wir im Kino oder was? Ich hab unten 85 Zoll Fernseher. Jeder, der den sieht, denkt sich, was geht denn jetzt ab? Du brauchst auch einen 85 Zoll Fernseher, ganz einfach. Auch wenn der 3,5 kostet oder 4, okay. Sony. Baba. Ich habe auch einen Sony. Der ist auch Baba. Ich habe nämlich den hier. Meiner ist nämlich gar nicht so krass teuer. Die Dinger unten haben wir abgemacht. Genau, den habe ich unten hängen. Zum Beispiel. Willst du mich verarschen, Lukas? Wir hatten den aufgehangen. Da war ja was. Aber den habe ich zum Beispiel unten. Pass auf, wir sagen 3000 Euro. Dann holst du dir einen Fernseher und holst dir noch von Sonos. Fehlt dir noch ein paar Sachen. Dann holst du dir noch ein paar Sonos Sachen dabei. Ich habe doch alles. Subwoofer? Mhm. Boxen? Zwei Stück. Dann hol dir noch zwei, keine Ahnung. Ja, die eine in die hinstellt. Toilette und eine unten am Parkplatz. Du bist bescheuert. Warum schockt dich das? Ja, ich hab den Schock. Warum verstehst du denn das mal nicht? Ja, ich verstehe das schon, aber ich bin jetzt geflasht. Ich bin jetzt echt geflasht. Ja, aber es ist doch ein gutes geflasht, oder? Ja, natürlich bin ich geflasht. Ja, also. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir gucken einfach mal selber ein bisschen rum. Ich habe jetzt den einen schon mal in den Warenkorb gemacht. Warte, ich habe eine gute Idee, Leute. Ah ja, da sehe ich mich, Digga. Also ich habe schon mal im Warenkorb jetzt aktuell einen Fernseher und Haarwuchsmittel. Ich dachte mir einfach für hier oben, kann man immer gut gebrauchen, ne? Also das ist zum Beispiel der, den ich jetzt habe, nur in eine Nummer neuer. Ich habe meinen ja letztes Jahr bekommen, das ist der 21er Modell. Vielleicht habe ich den sogar schon, keine Ahnung. 75? Ja, das wird eher. Boah, 1000 Euro für 10 Zoll mehr. Ah ja, ich meine 75 ist natürlich auch schon verdammt riesig, ne? Okay, komm. Machen wir 75 Zoll. Warte, machen wir den 85er raus. Das Haarwuchsmittel raus, du Arsch. Das bleibt da, wo es ist. Also, was noch? Brauchen noch was. Du bist verrückt, Lukas. Ey, ich bin jetzt echt überfordert. Ja? Ich bin total überfordert, Lukas. Ich muss ja dazu sagen, Leute, ganz viele Produktplatzierungen und sowas. Du bist ja bei allem am Start. Ja, trotzdem bin ich jetzt überfordert. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hast du noch irgendeinen Traum? Irgendwas, was du immer schon mal haben wolltest, wo du dir dachtest, nee, so viel Geld dafür auszugeben ist unnötig. Für Videos zu gucken. Ich guck dir immer auf ein Handy, so ein Tablet. Dann? Ja, da. Aber jetzt
kein wahnsinnig, was weiß ich. Ja, Papa, ich hol dir jetzt bestimmt keins für 100 Euro. Da, ja, Galaxy Tab S7. Ah, da hol ich lieber das hier. Wir holen keine für 600 Euro, da brauche ich ja nicht. Das benutze ich wirklich ja nur, um Videos zu gucken. Und ja, aber ich hol dir kein altes Modell. Das Ding ist hier, diese Tab A, die sind günstiger. Ja, aber die sind auch wirklich kleiner und langsamer. Tab S5e oder S6. Das ist dann eine Version älter. Ich würde mir ein S holen, ich würde mir kein A holen. Weißt du was? Du hast jetzt 20 Minuten lang Zeit. Mach mal. Nee, ich kann, Lukas, ich bin überfordert. Ganz ehrlich, ich bin total überfordert. Probier es einfach. Ich bin geflasht, überfordert und. Okay. Ich weiß dir gar nichts. Ich geh nur kurz mal weg. Denk dran, die gucken Leute zu. Also, vielleicht ein bisschen reden wäre eine coole Sache. Ich bin im Moment sprachlos. Okay. Ja, was weiß ich, wie das hier geht? Ich bestell ja auch immer so viel bei Amazon. Okay, ich wünsche dir ganz viel Spaß, oder? So, hier, das holen wir mal direkt wieder raus. Löschen. Ich weiß nicht, was ich holen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin sprachlos. Laptop. Und ein Billion Laptop. So, den auch rein. 2900. Ja, das ist doch genau passend. Ich weiß echt nicht, was ich so sagen soll. Das ist mir auch eigentlich ein bisschen peinlich und auch ein bisschen. Eigentlich will ich das gar nicht. Das werden die meisten von euch überhaupt nicht verstehen, aber in meinem Alter, da hat man gar nicht mehr so viele Wünsche. Oh, scheiße, ey. Ich weiß. Ich weiß echt nicht, was ich jetzt von der ganzen Situation halten soll. Der ist bekloppt. Mein Sohn ist bekloppt. Oh, natürlich. Gleich zwei Tablets, oder was? Ja, ein Tablet. Und Laptop, damit du mal deinen scheiß Laptop wieder kriegst, der so schwer ist wie. Ich brauch den gar nicht mehr. Auto. Das sieht gut aus, oder? Lass das scheiß Haarwuchsmittel. Papa, nur weil du es jetzt in der Öffentlichkeit nicht sagen willst, aber es belastet dich sehr. Ich weiß es. Was ich empfehlen kann, ist Regain. Das hat mir beim Bart geholfen. Hast du das wirklich geholt? Ja, ja. Aber nur hier. Kommt zwar immer noch nichts, aber vielleicht kommt irgendwann was. Ich schneide es raus. Brauchst du Haarwuchsmittel? Nein. Doch. Mit den Sachen bist du dann zufrieden? Ich kenn mich mit Laptops halt nur nicht aus. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nur, dass du für 500 Euro keinen guten Laptop kriegst. Ich meine, gut, andererseits, mein Papa, du machst ja nichts, du zockst ja nicht oder so. Du brauchst den ja nur fürs Internet, aber Chuvi, ja. War der erstbeste, den ich gesehen habe. So, Lenovo ist zum Beispiel schon besser. Du brauchst ja, also, nur nicht zu groß. Also hier so 15 Zoll ist okay, ne? 15 ist klein. Der hat keinen Plan. 8 GB RAM ist gut. 512 Dings ist auch okay. Ja, wenn der besser ist. Mach mal so. Passt. Du bist bekloppt. Der ist doch endgeil, oder? Ja, aber Jetzt kriegst du einen 75 Zoll Fernseher. Zusätzliche Anweisungen. So. Bellen. An der Haustür bellen. Jetzt muss ich auch noch aufpassen, wenn der deine vor der Haustür steht und. 28. August passt, oder? Ja. Gut. Passt. Bestellt. Ja, ich habe echt zu danken, ne, für alles. Du hilfst mir so viel bei Videos und allem. Mach doch gerne. Das ist cool. Ja, chillige Aufnahme hier. Wir haben mal eben 3K rausgehauen, man kennt den doch. Können wir nächste Woche wieder machen. Wir machen einen Scheißdreck, das war es jetzt für die nächsten 5 Jahre. Da habe ich noch genug Zeit zum Überlegen. Aber okay, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich weiß, das Video war komplett random, aber ich dachte mir, ich mach's einfach mal so als kleine Überraschung. Schreibt mal alle auf Real Talk und danke an meinen Dad. Das sind die ganzen Videos am Start. Schreibt's mal alle in die Kommentare. Haut's einfach mal rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Wir haben auch gerade, by the way, 3 Stunden nochmal aufgenommen. Das war eine anstrengende Aufnahme, aber war ein gutes Video, oder? Ja. Kannst du einmal die Kamera sagen, danke, ich bin der Beste? Danke, ich bin der Beste. Das ist super cringe. Alles klar, wir sehen uns. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Ciao.